Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmin. Heute mit einem weiteren Orakel und zwar Kräuter führt gegen den FC Kaiserslautern. Er wollte es gehen und wir gehen direkt in das Spiel hinein. Die Stimmung hier im Stadion ist Ja, sensationell. Ihr könnt also ich würde mal sagen, dass Lautern die Leute fans wollen, gewinnt. die Leute ein Zeichen setzen Ich wollen, die sage sich mal ein zeigen 1 zu wollen. 2 für Vielleicht kann es Lautern. losgehen. Bleiben Sie dran. Ja, also Lautern muss da unbedingt unten wieder raus. Ich hoffe auch nicht, dass sie absteigen. Führt im Moment nicht so Wo kann es stark. losgehen? Ja, da würde ich mal sagen, fangen wir an. Hallo und willkommen Erste im Halbzeit mit Fürth. Sportpark Ronhof. Thomas Bin Sommer, mal liebe gespannt, was ihr so Fußballfans, ich tippt. begrüße So, Sie los herzlich geht's. zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon sind auch heute wieder einmal Wolfuß und Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung Nein. werden, Buschi. Komm, Also gib. über das Spiel wurde Ach, natürlich verdammt. Doch einiges gegen in geschrieben die im für Vorfeld. die Ist ja Ecke. klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Oh, Begegnung, ohne laufen, Frage. laufen. Ah. Green. Da haben Sie die Chance. Wow, Was für hält ein er den? Reflex. Einfach Hui. nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Sehr gut gehalten. Eckball. So. Ecke kommt ins Zentrum. Die Ecke kommt rein, Ich aber der bring den Torwart ist immer da. zu nah ans Tor. Muss mal versuchen, ein bisschen weiter wegzuschießen. Ritter. So, Rittersport. Sauber gelöst. Er holt sich den Ball. Es kamen jetzt auch ein paar Tage keine Kaiserslautern-Folge mehr, also Karriere. Aber wird es wieder geben. Wenn wir uns die Ich habe bisherige halt im Saison Moment ansehen, nicht so dann viel sind die Zeit. Hitzel das Oh, Team mit der besten Abwehr. nicht so viel Vor Zeit diesem dafür. Auswärtsspiel haben Sie Probleme in der Defensive. Niemand lässt mehr Tore zu als Sie. Und wenn Nein, es nein, 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 Ah, nein. da können Sie es machen. Oh. Gehalten. Szene geht Ah, weiter. nein, ich mach wieder einen Fehler. Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Komm, komm. Weg, Er weg, geht weg. dazwischen. Weg mit dem Ball. Einfach klasse, wie er diese Chance vereitelt, wie er das Oh, unentschieden ey. verteidigt Die sind so und eben in lahmarschig. fast den Rückstand geraten. Jetzt der Spielaufbau. Nein. Vielleicht können Sie diesen Schwung jetzt auch offensiv nutzen. Julian Green. Fans werden laut. Sie fordern Ach. jetzt schon einen Schuss. Was, die Fans fordern einen Schuss? Uah! Drängler Shit. da. Er steht gut und holt sich den Ball. Oh, oh. Ritter. Sie Ah. haben den Ball und Sie schauen immer wieder, wo sind die Nebenleute? Ach. Mino. Ich bin mal gespannt, was ihr so tippen tut. Schönes Dribbling hier. Oh, Ganz Entschuldigung. alleine die Chance. Ach. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Ja, ist natürlich gut, dass sie führen, aber ja. Nur 1 zu 0 für Laudern. Wunderschön. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Ah, da Konter. kam Da der ist er einfach Abwehrspieler nicht mehr gedankenschneller als ran. die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell Tja, und im was Abschluss soll ich da auch noch machen? effizient. So. So, da hätten Ich wir glaube, einen ich muss ja guten nicht mehr Schwung. Dann erklären, dürfen warum Sie ich weitergehen. hier Laudern Orakels drehe. Das habe ich ja schon mal erwähnt, warum. Da ist Ach. er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Also man merkt schon, wenn man Bayern spielt oder sowas, dass sie Vom Platz schneller wird sind und gesetzt. alles. Da ist der Ball an den Oh. langen Pfosten. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Vorteil So, in dieser ja. Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Ja. Ah, das könnte was werden jetzt. Der Abwehrspieler hat den Ach, das Ball war. klasse geblockt. Oh nein, wollte ich gar nicht. So, Pause in dieser So, Partie. schon eine Hatten Sie Halbzeit, das gar ging nichts aber gegen die flott. Gäste Okay, dann vorne? sehen wir uns Ja, Sie gleich. sind zwar So, die da sind wir wieder mit der zweiten Halbzeit, jetzt mit Laudern Weiter hier. geht's mit diesem Spiel. Pause ist vorbei. Der Ball rollt wieder hier im Also Sportpark Laudern führt hier Ronhof. 1 zu 0 Thomas hier. Sommer. Oh, das wäre Abseits gewesen wahrscheinlich. Ich den jetzt dahin gepasst hätte. Ah, meine. Green. Julian Green, der war ja auch mal bei Bayern. Er zieht vorbei.
Der Ball ist natürlich kein großes. Ist ja auch schon Jahre her jetzt. Zimmer. Bayern hat den nicht so für gut gehalten. Ach. Mit viel Druck. Kommt nichts an hier. Immer noch mit dem Ball. Gutes Tackling hier. So, Lauf. Sie können über den Flügel kommen. Oh, oh, der kommt. Ball kommt in die Mitte. Oh, schade. Er kann erstmal klären. Schussversuch. Ach. Das Tor doch noch. Was verzählt denn der? Er hat ihn doch gehalten. Dann sagt er, hält er den. Fällt das Tor noch? Doch noch. FCK. Sie geben den Ballbesitz ab. So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen sie, wo sind die Anspielstationen? Wo ist die Lücke? Jetzt kann er es machen. Boah, Pachi. Ganz starke Szene. 2-0 für Lautern. Ist sehr schön. Jo, das würde mich freuen, wenn das wirklich so passieren würde. Kurz auf diesen Treffer, erst die Flanke, so, und dann schöne Flanke und dann zack. Mit ganz viel Auge. Ganz viel sehr schön. Und das Ding kannst du nicht mehr verhindern. Ritter und Tachi. 2-0 sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Komm. Branimir, ist das Armando Sieb? Ja. War der nicht auch mal bei Bayern? Armando Sieb? Könnte den Konter geben. Das sagt mir irgendwas. Da kann sich was entwickeln. Oh nein. Gut geklärt, das war wichtig. Oh, ist der so langsam. Sehen wir es wieder. Oh. Schwacher Ball, das aus der Distanz. Ah, das ist fast schon eine verschenkte Chance. Verschenkte Chance, okay. Ach, war nicht gut gemacht. Komm, lauf da hinterher. Nein. Entscheidung eindeutig. Abseits. Oh, jetzt werden sie wechseln. So. Ich spiele mal ein bisschen hinrum, dass sie nicht an den Ball kommen. Amami Touré. Oh. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Ah. Das ist abseits. Weil da zu wenig Bewegung drin war. Immer weil abseits. Sie nur auf den Ball schauen, nicht auf den Gegner. Und das rächt sich dann. Dann bekommst du so einen Abseitspfiff in dieser Situation. Mensch. Abseitspfiff. Nur ah, nein. In der regulären Spielzeit. Ach. So, ich glaube, das geht 2-0 aus hier. Wagner. Branimir Wagner. Oder? Kommt noch ein Tor. Ganz energisch. Nein. Gefährliches Anspiel. Er versucht's. Oh, 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 oh. Ach, schade. Ach, hat er den noch rausgefischt. Der kann gerade noch klären. Schade. Okay, Lautern gewinnt hier 2-0 im Spiel. Ich denke, dass es 1-2 ausgeht. Ja, denkt dran, eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.